Erstes Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt müssen beide zeigen, wo sie wirklich stehen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los, hier im Al-Bayt Stadium. Liebe Fußballfans, willkommen im Al-Bayt Stadium. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Auf unserem Programm steht am heutigen Tage das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Deutschland gegen Japan. Die Stimmung im Stadion könnte kaum besser sein. WM-Gruppenspiel, es wird spannend, es wird sehr interessant. Das ist ein Duell, das einiges verspricht. Da sehen wir die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Antonio Rüdiger spielt mit Niklas Süle. In der Abwehr Serge Gnabry steht neben Leroy Sané auf dem Flügel. Und vorne drin setzen sie auf Thomas Müller. Immer wieder schaffen, ist enormen Druck aufzubauen. Und das macht sie so erfolgreich. Damit kannst du jedem Gegner dein Spiel aufzwingen, aber du bist natürlich auch anfällig, darfst nie abschalten. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Gutes Tackling. Osako. Kamada. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Ja, macht das da ganz sicher. Gnabry. Kai Havertz. Da zieht er ab. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Kurze Distanz, da steht der Gold richtig und das ist dann kein Problem. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gabo Shibazaki. Osako. Sie lassen den Ball gut laufen. Aber dann verlieren sie den Ball. Das sah eigentlich durchaus vielversprechend aus.
Nagatomo. Klasse Aktion, Ball ist weg. Kai Havertz. Die Chance jetzt. Die deutsche Mannschaft macht das Tor. Damit sind sie nun also mit 2 vorne. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nehmen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Gabo Shibazaki. Osako. Sané. Serge Gnabry. Joshua Kimmich hatte mal. Kimmich hatte wieder. Leon Goretzka. Jetzt sind sie hier schon mit 3 in vorne. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Ein super Tor in den Winkel. Ganz starker Abschluss, nichts zu halten. Führung für Deutschland. Nun 3 Tore. Es geht weiter. Leon Goretzka. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ballgewinn hier. Geht mit dem Ball am Fuß nach innen. Ganz wichtig, da muss er hin. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Kai Havertz. Ganz stark. Setzt sich klasse durch. Yuya Osako. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Goretzka. Mit dem Ball Sané. Gut verteidigt. Und angezeigt jetzt 1 Minute Nachspielzeit. Damit war's das fürs Erste. Pausenpfiff hier im Al-Bayt Stadium. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Durchgang.
WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Sie gehen dazwischen. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Kai Havertz. Die Riesenchance von Müller. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Sie wechseln aus. Kurz ausgeführt. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Da kommt noch mal das Tor in der Wiederholung. Die kurze Variante. Kimmich. Leroy Sané hat den Ball. Hält jetzt erstmal den Ball. Der Ball wird erstmal abgeschirmt. Guter Ball, aber auch gute Parade. Die kurze Ecke. Leon Goretzka. Wichtige Aktion. Kamada. Gabo Shibazaki. Der Pass kommt nicht an. Süle macht das gut. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie spielen steil, gefährlich. Der Steilpass jetzt für Kai Havertz. Den hält er natürlich. Gündogan kommt rein. Sie nehmen die kurze Variante. Das macht er sehr gut. Er hält drauf. Manuel Neuer kommt noch an den Ball. Ja, auch das wieder eine unglaubliche Aktion. Ecke kommt. Ball ist erstmal wieder raus. Sie stören früh, da ist der Ball. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Kimmich. Gündoğan. Er versucht, geht knapp daneben. Da ist der Ball jetzt weg. Minamino.
nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut, mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Kimmich. Ball ist bei Goretzka. Er zwingt diesen Ballverlust. Mit einer deutlichen Führung geht die deutsche Mannschaft hier dem Schlusspfiff entgegen. Der Vorsprung ist erheblich. Ja, was soll da noch passieren? Nee, nee, die Sache ist durch. Entscheidung ist gefallen. Das wird ein Sieg. Da geht er vorbei. Gefährliche Szene. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. 6 Minuten haben wir hier noch. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. İlkay Gündoğan. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Eine starke Parade. Die deutsche Mannschaft wechselt. Musiala führt die Ecke aus. Da ist der Ball erstmal raus. Rüdiger hat den Ball. Gündoğan mit dem Ball. Kai Havertz. Wichtig, dass er da klärt. Musiala. Gut verteidigt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Jetzt steht der Sieg der deutschen Mannschaft fest. Schlusspfiff, das war's für heute. Sie haben das heute super gemacht, waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Kai Havertz. Da zieht er ab. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Kai Havertz. Die deutsche Mannschaft macht das Tor. Damit sind sie nun also mit 2 vorne. Kimmich hat ihn wieder. Leon Goretzka. Jetzt sind sie hier schon mit 3 in vorne. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Kai Havertz. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Der Steilpass jetzt für Kai Havertz. Den hält er natürlich. Gündoğan kommt rein. Er hält drauf. Manuel Neuer kommt noch an den Ball. Ja, auch das wieder eine unglaubliche Aktion. Er versucht's. Geht knapp daneben.
Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Eine starke Parade.